Ja, herzlich willkommen, Resident Evil 4. Ich habe mir gedacht, so für zwischendurch, für alle, die von Persona genug haben, ich spiele mal Assault mit Ada. Ein Minispiel, was viele vielleicht gar nicht kennen, aber ich deswegen jetzt mal spielen würde. Warum das viele vielleicht nicht kennen, dazu gleich ein wenig mehr. Zunächst haben wir hier die Intro-Cutscene. Have you retrieved the sample? Not yet. Some kind of trouble? Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. So. Das war's auch schon. Kurze Mission, kurze Cutscene. Auftragsziel: 5 Lagerproben sammeln und zum Treffpunkt gehen. Ja, also das hier ist quasi so eine Art Vorläufer von Separate Ways. Die Mission, die erst mit der PlayStation 2-Umsetzung, einige Monate nach der GameCube-Fassung, mit ins Boot gekommen ist. Assault mit Ada, warum kennen das viele nicht? Weil dieser Modus in der deutschen Version, genauso wie Mercenaries, rausgeschnitten wurde quasi. Also die gab es in der deutschen Version nicht. Und ist auch, glaube ich, bis heute immer noch so. Also, nagelt mich da nicht fest, aber soweit mir bekannt ist, ist selbst in der, also in der PS3 und Xbox 360 Fassung in der deutschen, sind Mercenary Mode und Assault mit Ada nicht verfügbar. Und auch nicht in der sogenannten Ultimate HD Edition für den PC, also in der PC-Neuauflage. Die alte PC-Version war ja eh zum Kacken, die von Ubisoft. Also selbst in der Fassung sind diese beiden Minispiele nicht drin, soweit ich weiß. Ja, okay. Haben wir das auch aus dem Weg geräumt. Also, wir haben hier, wie ihr seht, wir starten auf der Insel mit Standardausrüstung, was ziemlich, also was diese Mission ziemlich gefährlich macht, muss ich sagen. Wir haben auch nicht das sexy Kleid als Ausrüstung, sondern haben hier so einen schönen Agenten-Schleichanzug, whatever-Ding. Naja, auf jeden Fall, wir haben es ja gerade schon gelesen, wir müssen 5 Plagerproben sammeln, die hier auf dem Gelände verteilt sind. Wir spielen auch nicht das ganze Inselkapitel, sondern nur einen kleinen Teil davon. Aber der hat es auch schon in sich. Und wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Ausrüstung. Wir haben, zum Beispiel hat Ada in diesem Kapitel, wie ihr das vielleicht gerade schon im Menü gesehen habt, keine Pumpgun. Wir haben ein Sniper Rifle. Oder wie es ein alter Kumpel von mir früher zu GoldenEye-Zeiten mal gerne genannt hat, Snipper Rifle. Aber auch egal. Und ja. Oh Mann, das hört sich an wie eine... Ach du Scheiße, Mann. Hört sich an wie eine Droge. Ja. Natürlich, unsere Waffen können wir hier nicht tunen. Es gibt auch keinen Händler in dieser Mission. Alles auf Ausgangswerte. Deshalb halten diese Penner hier auch noch extrem viel aus mit der Handfeuerwaffe. So, weg. Weg mit dir. Wir müssen hier also am Anfang recht gut haushalten mit unseren Heilmitteln vor allen Dingen. Was machst du? Irgendwo höre ich da noch einen mit der Armbrust schießen. Noch so ein bisschen Guerilla-Kriegstaktiken hier auspacken. Also vorsichtiges Vorangehen. Mit unseren eher im Moment noch spärlichen Vorräten. Ja, das ist nicht ganz ungefährlich, dass das Spiel hier startet mit so limitierten Anfangsgegenstände, weil wenn man sonst hierher kommt. Selbst in Separate Ways hat man ja schon eine Pumpgun und auch eine Armbrust. Oh, der wächst nicht mehr raus, aber irgendwo ballert hier noch, immer noch einer mit der Arm. Mit seiner Armbrust. Herrgott nochmal. Da ist er. Kommen auch etwas andere Gegner, Wellen hier auf uns zu.
Obwohl, ich glaube, ja, ich wollte es gerade sagen, bei Leon ist der Gatling-Gun-Mann auch hier am Start. Und der ist ein wirklicher Spasten. Den müssen wir aus der Ferne unbedingt bekämpfen. Der wird uns nämlich mit zwei Treffern ins Jenseits schicken aus der bekackten Kanone. Ah, das sind nur die Gefolgsleute. Okay. Ein paar gut platzierten Schüssen aus unserem Snipergewehr sollten wir ihn eigentlich... Oh shit, ich habe keine Munition mehr für die Handfeuerwaffe. Ach ey. Na gut, dann eben so. Alarm kotzen. Das ist noch gar nicht alle tot. So. Sollten wir natürlich nicht auf den Kopf schießen, wenn die Penner Helme aufhaben. Mal eben mit einem Messerschwung den Kopf weggesäbelt und schnell weg hier, denn die scheiß Tentakel kosten uns auch verdammt viel Energie. Ich glaube, die würden uns bei dem jetzigen Energiestand auch mit zwei Treffern ins Jenseits befördern. Und die sind scheiße hartnäckig. Wow. Wenn wir jetzt kommt so lange hier mit seinen Gefolgsleuten rumprügeln, da fragt man sich doch, wo der große Mann eigentlich hingegangen ist. Ah, gut, wir haben wieder satte 10 Schuss mit der Handfeuerwaffe. Ja. Ach, der... Okay. Das finde ich nett. Der macht da oben Picknick. Hält uns quasi die Rübe hin. Dann nutzen wir das doch mal gekonnt. Oh shit. So. Excellent. Das lief doch gar nicht mal so gut, würde ich sagen. So, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, kriegen wir hier auch kein Geld. Denn ich hatte auch, glaube ich, schon erwähnt, es gibt keinen Händler hier. Und selbst bei Separate Ways, wo es den Händler gibt, kann man ja keine Waffen tunen. Man kann nur kaufen und verkaufen. Und hier können wir das eben auch nicht. Aber diese Mission ist auch relativ kurz. Ist ein quasi Side-Story-Minispiel, was dann später mit der PlayStation 2-Portierung, die eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen, aber dann doch stattfand, wurde das hier auf Separate Ways quasi erweitert. Auch nicht eine allzu lange Kampagne, aber definitiv länger als diese hier. Also da geht man ja durchs, mehr oder weniger durch ein, durch zumindest alle Kapitel des Spiels kommen da einmal vor. Also Insel, Burg und das Dorf natürlich am Anfang. So, und ich glaube, ich habe hier alles durchsucht. Ist wichtig, dass wir so viel wie möglich mitnehmen hier. Obwohl wir später definitiv noch Platzprobleme kriegen im Menü. So viel nehme ich schon mal vorweg. Es sei denn, ich schieße so viel Zeugs in die Luft und... Ja, ich bin hier mal vorsichtig. Denn bei Leon wird hier ja ein Felsen auf den Kopf geworfen. War mir jetzt nicht sicher, aber bei Assignment Ada war das nicht der Fall. Einer unserer Freunde. Da gibt's nichts. Kommt doch schon der nächste, oder? Habe ich da gerade irgendwas. Ah ja, so. Ja. Diese Schildtypen sind ziemliches Gift für uns, denn wir haben keine Pumpgun. Das heißt, wir müssen, wenn wir es nicht mit dem Scharfschützengewehr hinkriegen, erstmal gut Munition an diesen blöden Schildern verballern, bevor wir den Typen dahinter überhaupt treffen können. Mit der Pumpgun kann man ja bekanntermaßen einmal dadurch fetzen. So.
machen wir hier mal ein extrem krasses Heilmittel. Und ansonsten können wir hier, glaube ich, nichts mehr tun soweit. Ja, doch, wir können da rüber springen. Aber wir, um weiterzukommen, können wir, glaube ich, nur noch raufgehen, oder? Ja. Gut. Haben wir das schon mal hinter uns gelassen. Aber es wird nicht unbedingt einfacher. Ja, also Missionsziel diese Plagas-Proben. Dann nehme ich schon mal vorweg, warum wir da später in Probleme mit unserem Inventar kommen. Denn die Plagas-Proben selber, die nehmen auch Inventarplatz ein. Also die werden nicht in dieses Schlüssel- und Schätze-Menü mit reingepackt, sondern so oldschool-mäßig kosten diese Gegenstände uns Platz im Inventar. Und da müsst ihr schon mal bedenken, da sagt ja auch das Missionsziel, wir müssen 5 Stück davon mitnehmen. Also das dezimiert ordentlich unseren Spielraum für Heilmittel und Munition. Ja, und ich ziel gerade richtig toll. Aus nächster Nähe ist auch dieses Gewehr nicht unbedingt die tollste Variante. Ich habe es auch bestimmt schon 300 Mal beim Resident Evil 4 Walkthrough gesagt. Beim Snipergewehr können wir dummerweise nicht mit der Wii-Fernbedienung zielen, was ich ziemlich schade finde. Kann ich nicht so recht nachvollziehen, warum man das da nicht auch gemacht hat. Da müssen wir wieder oldschool-mäßig den Analogstick nehmen vom Nunchuck. Oder vom Controller. Nachdem, ob man es auch. Man kann es ja auch mit dem GameCube oder Classic-Controller spielen. Wobei ich bei einem interessanten Punkt sind. Ist das der Typ, den ich vorhin hier runtergekickt habe? Ja, könnte sein. Dass er jetzt den ganzen Weg hier wieder hochgejoggt ist oder gegangen, vielmehr. Auf jeden Fall interessanter Punkt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit das Spiel mal wieder versucht mit einem normalen Controller zu spielen und das irgendwie habe ich das überhaupt nicht geschissen gekriegt. Ich habe gezielt wie der letzte Dödel. Es war, glaube ich, das erste Mal, seit ich 2007 mir diese Version gekauft habe, die ÖSI Wii Edition. Es war nach Metroid Prime 3 Corruption mein zweites Spiel für die Wii, also ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich hatte die Wii 2007 zu Weihnachten gekriegt mit Metroid Prime 3 Corruption und natürlich Wii Sports, was immer dabei ist. Und wenige Tage später habe ich mir beim Händler meines Vertrauens als zweites Spiel dieses hier gekauft. Also die Wii Edition. Und seitdem habe ich das nie wieder bis vor kurzem dann halt mit einem Controller gespielt. Denn ich finde, diese Steuerung ist einfach super und die beste. Das macht immer noch super viel Spaß und ich habe auch, nachdem ich den Hauptwalkthrough aufgenommen habe, ich glaube 2 oder 3 Mal habe ich das normale Spiel in der Zwischenzeit mal wieder durchgespielt. Auch mal wieder so zum Scheiß mit den ganzen Waffen, die man freischalten kann. Macht einfach immer noch Spaß mit der, vor allen Dingen wegen der Steuerung und ich kann es immer noch nicht so nachvollziehen, warum man dann bei der PS3-Version von Resident Evil 5, die hat ja auch Bewegungscontroller-Unterstützung, warum man das dann nicht auch bei der Umsetzung vom vierten gemacht hat. Das wäre für mich auf jeden Fall noch ein Kaufgrund gewesen, dass ich mir das Spiel nochmal gekauft hätte. Aber nee, dann halt nicht. Da bleibe ich doch lieber bei der etwas geringer aufgelösten Grafik. Aber dafür mit der viel besseren Steuerung. So, und trotz Wii-Steuerung und eigentlich richtig gezielt treffe ich den blöden Scheinwerfer nicht. Ach, ist doch eigentlich vollkommen Hulle. Die Leute wissen ja eh schon, dass wir hier sind. Und selbst wenn ich da drin stehe wie hier, passiert nichts. Oh, Dynamit mal. Zack. Oh! Ah, das ist ja noch mal gut. Ey, 2 Dynamitmänner sind irgendwo. Nee, da trete ich mal den taktischen Rückzug an. Wo ist der? So, einmal hier, du. So, schön fernbleiben.
Okay, Luft scheint rein zu sein. Alles voll mit Dynamitmännern. Folge kackt und zugeschissen quasi. So. Ja, nicht, dass der guten Ada noch einen Nagel abbricht. Das kann dann gerne ihrem alten Ego in Resident Evil 6 passieren. Da sieht sie, ja, da sieht sie quasi ziemlich alt aus. Also sie wird natürlich nicht jünger, aber sie hat schon ein wenig was eingebüßt von ihrer, ja, gut aussehenden Darstellung. Was mich auch dazu bringt, ich habe vor kurzem zum ersten Mal den fünften Resident Evil Film gesehen. Der lief im Fernsehen und ich muss sagen, der war gar nicht mal so übel. Also war auf jeden Fall besser als der vierte Teil, der meiner Meinung nach bisher der schlechteste war von den ganzen. All den vierten und den dritten fand ich nicht so pralle. Der erste ist meiner Meinung nach immer noch der beste bisher, auch wenn da gar keine Charaktere aus den Spielen drin sind, was aber vielleicht auch besser ist. Aber so von der, ich sag mal, von der Atmosphäre und vom, ja, von der Atmosphäre her, sag ich mal, und vom Setting so her, ist der eigentlich von dem Film am ehesten den Spielen gerecht geworden. Und so wie ich das mal gehört habe, hatte der Film ein ziemlich kleines Budget und das Drehbuch ist auch erst relativ spät wirklich komplett fertig geworden. Und man sieht das halt auch, dass der ein kleines Budget hat. Der spielt ja nur in einem Untergrundkomplex. Und von den Charakteren her taucht halt keiner aus den Spielen auf, aber halt ein Licker taucht auf. Und das zeigt halt auch schon, ein Licker ist quasi da der Bossgegner, sage ich mal, der große Obermotz in dem Film. Der eigentlich ja nur ein normaler Gegner ist bei Resident Evil. Aber nichtsdestotrotz war es meiner Meinung nach der beste Film. Der zweite war auch ganz okay. Da tauchten dann erstmals auch bekannte Charaktere auf. Genauso wie dann in allen Fortsetzungen. Und wir sind hier gerade irgendwie in einem Sandwich. Boah. Wir haben die Axt quasi, bevor sie bei uns einschlug in der Fresse, noch abprallen lassen. Ey, ich hätte das vielleicht mal mit dem Messer versuchen sollen.